Es war zweifelsohne ihr Jahr. Das Jahr von Simone Blum. Wobei ich vorsichtig sein muss und ganz einfach nur noch mal auf den Kalender schauen und sagen, Henna, im November ist das Jahr noch nicht vorbei. Da kommen noch ein paar Ergebnisse. Aber nach diesen großartigen Ergebnissen von Simone, Deutsche Meisterschaft, Global Tour, Berlin, Göteborg, siegreich gewesen, dort im Großen Preis. Dann in Barcelona mit dabei gewesen. Also unzählige, ganz, ganz starke Resultate von Simone gemeinsam mit dieser wundervollen DSP Alice. Alle sprechen immer von dieser unglaublichen Stärke dieses Pferdes. Naja, sie hat das nun mal eben gemacht. Es sind immer die Kombinationen, die den Erfolg bringen. Und es sind immer diese wundervollen Geschichten, die daraus entstehen. Wie die Geschichte von Simone Blum mit DSP Alice. Penelope Leprevaux hatte 60,37 Sekunden. Und Simone bedankt sich bei uns nicht nur mit dieser vollen Runde, sondern auch mit ihrem wundervollen Strahlen. Diese Wendung alleine hin zu Sprung Nummer 6, wie wir gesehen haben, ganz, ganz eng. Der richtig, richtig steil vorne rum, eng gewendet auf die letzten Meter. Und damit erzielt die Topzeit von 57,07 Sekunden. Wir wünschen